Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen bei den Nerdrichten. Tundenhausen. Wie die Polizei mitteilte, wurden in letzter Zeit öfter Kinder und Jugendliche aus Autos heraus angesprochen. Haben Sie das jetzt gewusst? Die Polizei bittet um Vorsicht. Moskau. Nach der bayerischen Niederlage in der letztjährigen Leistungstrinkmeisterschaft in Russland in der Klasse bis 7 Mass ist ein neuer Stern am Wettkampfhimmel erschienen. Der Münchner Leistungssportler Klaus Thaler ist nun live bei unserem Außenkorrespondenten Schorsch Tichtl. Danke, Studio. Herr Thaler, ich freue mich, Sie hier im Trainingslager treffen zu dürfen. Die Freude ist ganz auf meiner Seite, gell? Herr Tichtl, danke. Herr Thaler, wie darf man den Beruf des Profitrinkers verstehen? Ja, mei, ich sage einmal, das ist jetzt ein Sport, ein Leistungssport wie jeder andere auch, wie ein Kanufahren, wie ein Rudern, gell? Also man muss halt immer schauen, dass man an seine Grenzen stoßt, weil die Konkurrenz schlaft nicht, sage ich immer, gell? Und man muss halt mit der Elite mitziehen können, gell? Ich verstehe. Wie ist denn der Tagesablauf eines Profitrinkers? Ich meine, Bayern trinkt noch jeden Tag und den ganzen Tag Bier. Was unterscheidet Sie explizit von anderen Teilnehmern? Ja, also, das muss ich schon mal sagen, Entschuldigung, gell? Also ich meine, wir sind, das ist ein Leistungssport, ne? Ich meine, sauf du mal auf der Wiesn 10 bis 15 Mal und schau, dass du geradeaus gehen kannst, ne? Ich meine, da gehört eine eisenharte Disziplin her. Da muss man jeden Tag muss man da trainieren, bis man speibt. Und wenn es auch auf dem Weiberklo danach ist, gell? Grütze fix da. Zum Abschluss, Herr Thaler, vielen Dank fürs Interview und was würden Sie jungen Leuten, die sich dazu entschließen, Kampftrinker zu werden, mit auf den Weg geben? Boom, lasst euch eins sagen, vergesst nie den Flachmann, ja, weil wenn ihr mal auf dem Wettkampf seid und einmal den Pegel nicht halten könnt, ich sag's euch, da gehört's der Katz. So schnell könnt ihr ja gar nicht schauen, wie die Russen von hinten kommen mit einer Wodka-Letschen. Ja. Also immer schön Flachmann dabei, immer schön am Pegel halten, dann wird das auch mit der Karriere... Mit dem Job, passt schon. Ja, zurück zum Muck. Danke, Schorsch. Rosenheim, gegen Rasen in der Rosenheim. Oh, danke. Es erreicht uns eine Sondermeldung. Der letztjährige Gewinner der Klasse bis 15, 20 und 45 Maß, Bavaria Man, hat der jungen Hoffnung seine Unterstützung zugesichert. Rosenheim, den Rasen in der Rosenheimer Innenstadt soll es an den Kragen gehen. Denn vom Atrium in die Münchner Straße entlang bis zur Ecke am Karstadt trifft sich vor allem abends die Autoposer-Szene. Nicht selten kommt es auch zu Rennen. Da nicht genügend Beamte zur Verfügung stehen, soll sich nun ein Verbotsschild von 20 bis 6 Uhr um die Einhaltung der Nachtruhe kümmern. Scheiße! Alter! Digga, seit wann ist das Schild da? Keine Ahnung, Alter. Was machen wir jetzt, Digga? Lass uns vielleicht umdrehen oder so. Vergiss es, das ist mir zu blöd, hey, ich hau ab, ich bin weg hier. Bin weg. Was mache ich jetzt? Das ist mir scheißegal, was du machst. Das ist ein scheiß fucking Schild und ich hau jetzt ab. Ja, dann bin ich auch raus. Das waren die Nerdrichten für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.